Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Podcasts vom Demonet Clevitz Plus. Mein Name ist Ann-Kathrin Wessey und heute spreche ich mit Vanessa Engelhardt von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft. Hallo Vanessa. Hallo Ann-Kathrin. Schön, dass du dabei bist heute. Vanessa, ich habe jetzt zum Einstieg gar nicht viel gesagt zur Frage, was ist denn dieses Demonet Clevitz Plus, um das es hier in den Podcasts die ganze Zeit geht, weil du bist die Expertin dafür. Du koordinierst das Projekt nämlich. Und genau, deshalb habe ich schon gedacht, wir sprechen heute mal so ein bisschen über das Projekt an sich, was das ist, für wen das ist und warum das so spannend ist. Ja, und dann zum Einstieg würde ich erstmal von dir wissen wollen, was ist denn dieses Demonet Clevitz Plus? Worum geht's denn da? Also ganz kurz gesagt, das Demonet Clevitz Plus ist ein bundesweites Demonstrationsnetzwerk im Rahmen der Eiweißpflanzenstrategie. Wir haben 9 institutionelle Partner und über 70 konventionell und ökologisch wirtschaftende Demonstrationsbetriebe. Seit 2019 und noch bis 2024 arbeiten wir gemeinsam im Projekt daran, die Potenziale kleinkörniger Leguminosen wie Klee und Luzerne aufzuzeigen. An erster Stelle steht dabei die Ausdehnung von Anbau und Nutzung dieser heimischen Eiweißträger. Ganz, ganz wichtig ist uns aber auch der Wissenstransfer in Praxis, Beratung und die Schulen. Das klingt spannend und das heißt, das Ganze hier ist ja auch ein Teil von diesem Wissenstransfer, dass einfach die Info an die Menschen kommt. Genau. Aber warum jetzt vom Thema her gerade kleinkörnige Leguminosen? Also was ist so der Grund, warum gerade dieses Wissen noch mehr in die Praxis muss? Also was man definitiv schon mal sagen kann, Luzerne und Klee sind wahre Alleskönner. In der Fütterung zum Beispiel werden sie als Eiweißquelle oder Strukturzugabe genutzt. Durch den eigenen Anbau kann man so den Kauf von eiweißhaltigem Kraftfutter reduzieren und damit kann sich der Landwirt dann auch wieder Kosten sparen. Außerdem ist das Ziel, durch heimisch angebautes Eiweiß Sojaimporte reduzieren zu können. Und so kann auch die Landwirtschaft ein Stück nachhaltiger gestaltet werden. Das Besondere an Leguminosen ist nämlich, dass sie durch die Symbiose mit Knöllchenbakterien selbst sich mit Stickstoff versorgen können und so zur Stickstofffixierung aus der Luft beitragen. Der überschüssig gebundene Stickstoff steht auch dann der nachfolgenden Kultur als Pflanzennährstoff zur Verfügung, was wiederum den Vorteil der Kosteneinsparung hat. Und diesmal geht es dann aber um die Einsparung von mineralischen Stickstoffdüngemitteln. Was dann Leguminosen zum Beispiel auch können, ist eine deutliche Strukturverbesserung vom Boden. Und weitere Vorteile sind dann zum Beispiel noch ein hoher Vorfruchtwert und der Aufbau von Humus. Also alles in allem kann man sagen, dass Leguminosen eine sehr positive Wirkung auf die Umwelt haben. Jetzt habe ich viel schon mal zum Bereich Fütterung und Boden und Umwelt gesagt. Für unsere viehlosen Betriebsleiter unter den Zuhörern muss man natürlich auch noch weitere Nutzungsoptionen von Klee und Luzerne hervorheben. Was gibt's denn da noch? Zum Beispiel kann man Klee und Luzerne als Substrat in Biogasanlagen nutzen. Das heißt, der Gärrest kann dann wieder als Dünger ausgebracht werden. Die Abwärme kann zum Beispiel zur Trocknung von Getreide und Heu oder auch für die Beheizung von Gewächshäusern und Wohngebäuden genutzt werden. Was es auch noch gibt, ist zum Beispiel das Cut-and-Carry-Verfahren. Das heißt, dass der Grünaufwuchs auf einer Spenderfläche abgemäht wird, gehäckselt und dann abtransportiert und anschließend auf einer Empfängerfläche wieder ausgebracht wird. Ein ganz spannendes Thema ist auch eine zukunftsträchtige Nutzungsoption aus Dänemark. Dort wird aktuell in einer Pilotanlage Protein aus Futterleguminosen gewonnen, sozusagen grünes Eiweiß. Das bietet eine Nutzungsoption auch wieder für viehlose oder viehschwache Betriebe. Das Ziel des Ganzen ist, vor allem Schweine und Geflügel mit hochqualitativem Eiweiß zu versorgen. Hintergrund ist, dass regionale Futtermittel für Monogastrier mit der passenden Aminosäurezusammensetzung, also mit ausreichend Gehalt an Methionin und Lysin, oft fehlen. Wir sind gespannt im Projekt, wie sich das Thema weiterentwickelt. Das ist ja wahnsinnig spannend. Also das heißt, im Projekt geht es jetzt nicht nur um Milchviehbetriebe, die halt kleinkörnige Leguminosen zur eigenen Nutzung anbauen, sondern ihr informiert einfach ganz rundum um dieses Thema und zeigt auf, wie auch viehlose Betriebe das anbauen können und dass die eben auch Optionen haben, das Ganze dann zu nutzen am Ende. Super spannend. Genau so kann man sagen. Also das heißt, vielfältige Nutzungsoptionen zeigt ihr im Projekt. Für wen macht ihr das Ganze denn? Für wen ist das Projekt? Also unsere Demonstrationsbetriebe sind Landwirte, die aktuell schon kleinkörnige Leguminosen anbauen und damit auch gute Erfahrungen gemacht haben. Unsere Demobetriebe sind sozusagen Best-Practice-Beispiele. Wir wollen damit erreichen, dass andere Betriebe, die Interessen haben, dass Schulklassen, dass die Öffentlichkeit ganz generell
sich sozusagen über kleinkörnige Leguminosen informieren kann und dass man die Wertschöpfungsketten im Zusammenhang mit kleinkörnigen Leguminosen in der Praxis darstellen kann. Bei unseren Best-Practice-Beispielen werden verschiedenste Produktionsverfahren, Anbau- und Verwertungsmöglichkeiten von Klee und Luzerne gezeigt. Generell lässt sich sagen, dass wir pro Aktionszentrum 10 bis 12 Demobetriebe haben und auf denen finden dann eben regelmäßig Veranstaltungen wie zum Beispiel Feldbegehungen, Feldtage oder Exkursionen für erwähnte Berufsschulen und Fachschulen statt. Außerdem haben wir noch an vielen Demonstrationsanlagen Feldschilder. Und vor allem im letzten Jahr mussten wir uns irgendwas Kreatives einfallen lassen, dass wir sozusagen die Demoanlagen, die wir haben, auch nutzen können, ohne dass aber viele Leute am Feld sind. Und deswegen haben wir jetzt zusätzlich zu diesen Feldschildern Feldlotsen, auf denen virtuell durch die Demonstration geleitet wird. Sprich, Besucher können jederzeit vorbeikommen und können sich so über die Demoanlage und teilweise auch den Betrieb informieren. Ja, du hast jetzt gesagt, es gibt viele verschiedene Demoanlagen und was gibt es denn da zu sehen? Hast du da mal ein, zwei Beispiele, was diese Demoanlagen zeigen? Also es gibt zum Beispiel verschiedene Nutzungsrichtungen, entweder Schnitt- oder Weidenutzung. Da kann es dann sein, dass die Demoanlage relativ groß ist und tatsächlich auf der einen Seite Weidehaltung betrieben wird und auf der anderen Seite dann die Demoanlage ganz normal geschnitten wird. Dann gibt es auch eine verschiedene Schnitthöhe, die gezeigt wird. Daran soll man zum Beispiel sehen, dass es Sinn macht, die Leguminosen nicht komplett kurz zu schneiden, einfach dass die neuen Triebe wieder richtig schön auswachsen können. Was es dann auch gibt, sind verschiedene Düngevarianten, zum Beispiel mit verschiedenen Schwefeldüngungen. Mhm. Oder ganz klassisch auf den meisten Demoanlagen werden auch verschiedenste Mischungen gezeigt. Also teilweise dann auch Reinsaaten und teilweise Mischungen mit Kleegras oder Luzernegras. Okay, also da gibt es einiges zu sehen. Nicht schlecht. Ja, das beantwortet, glaube ich, schon einen Teil meiner nächsten Frage. Was bringt das Projekt jetzt für einen Betrieb, einen Betriebsleiter oder eine Betriebsleiterin, die schon kleinkörnige Leguminosen anbaut oder die daran interessiert ist? Also auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal verstanden, man kann zu Kollegen fahren, man kann sich auf den Demoanlagen verschiedene Varianten von Düngung, Nutzung, Schnitt etc. angucken und sich da einfach mal so ein bisschen Ideen holen, wie kann ich es selber machen. Ganz genau. Gibt es denn sonst noch irgendwas, wo man vom Projekt profitieren kann als Landwirtin oder Landwirt? Also über den Betriebsbetreuer, der in der Region, wo du herkommst, zuständig ist, bekommst du auch noch jede Menge andere Informationen zu relevanten Themen rund um kleinkörnige Leguminosen. Also zum Beispiel Steckbriefe zum Anbau, Merkblätter zur Verwertung, regionale Sortenempfehlungen und vieles mehr. Als Neueinsteiger zum Beispiel kannst du auch eine Einstiegsberatung bekommen. Je nach Beratungsbedarf wird dann an Beraterkollegen aus einer externen Institution vermittelt oder auch weitere Kontakte zu Demonstrationsbetrieben, je nachdem, in welche Richtung dein Betrieb geht. Durch das Projekt können dann auch Feldtage als Gruppenberatung oder Demonstrationen speziell für Neueinsteiger organisiert werden. Oder weitere Vorteile für bereits anbauende oder auch interessierte Betriebe sind die Möglichkeit, Kontakte zu unseren Saatgutpartnern zu knüpfen. Oder auch aktuelle Informationen aus Forschung und Praxis, wie zum Beispiel das Pilotprojekt aus Dänemark. Das alles kannst du dann über unseren Newsletter erhalten. Und auch unsere Website bietet ständig neue Inhalte zu Klee und Luzerne. Zum Beispiel auch Termine für Veranstaltungen jeglicher Art werden auf der Website angekündigt. Das heißt, das sind dann alle Termine, irgendwie Feldtage, Betriebsbesichtigungen, was auch immer drin. Wenn ich da irgendwas machen möchte, gehe ich einfach auf die Website und dann finde ich einen Termin in meiner Region. Ganz genau. Und damit man nicht das ganze Internet immer durchforsten muss, haben wir zum Teil auch externe Veranstaltungen, wie zum Beispiel von dem Projekt Nutrinet, die auch irgendwie mit Leguminosen zusammenhängen und die kündigen wir dann auch auf unserer Website an. Ah, super praktisch, sehr gut. Sagst du uns doch den Link? Der Link ist demonet-kleelotsplus.de. Perfekt, okay. Das heißt, für Infos, Termine und alles rund um das Thema einfach da reinklicken. Das klingt gut, klasse. Ganz genau. Was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, was du, wenn wir schon bei unserer Website sind, was du dort auch noch findest, ist zum Beispiel unser relativ neuer YouTube-Kanal Kleelots Video. Dort findest du auch immer wieder neue
Kurzfilme rund um Anbau, Nutzung und Umweltleistung von Klee und Luzerne. Okay. Eben wie gesagt, einerseits kommst du über die Website zu dem Kanal, andererseits findest du ihn natürlich auf YouTube selbst. Wenn du Interesse hast, einem Landwirt mal eine Saison von zu Hause aus über die Schulter zu schauen, kann ich dir auch unseren Feldblog ans Herz legen. Dort berichtet unser Landwirt Christian Hebig aus Unterfranken über die Arbeit mit kleinkörnigen Leguminosen und er gibt Einblicke aus seinem Alltag auf dem Hof. Ah, super. Boah, das ist irgendwie ganz schön viel und vielfältig, was da so passiert. Klingt echt spannend. Ich glaube, vom Projekt habe ich jetzt ein relativ gutes Bild bekommen. Danke dir dafür. Was mich jetzt noch ganz persönlich interessieren würde, ist, du bist ja Teil eines großen Teams im Projekt. Was machst du selber denn alles im Projekt? Ist bestimmt auch ganz schön viel zu tun. Das stimmt. Also meine wichtigste Aufgabe, kann man sagen, ist die Gesamtkoordination des Netzwerks und das ein bundesweit abgestimmtes Vorgehen. Außerdem ist eine meiner Aufgaben die Organisation und Durchführung von Netzwerktreffen, zum Beispiel Projekttreffen, aktuell extrem viele Telefon- und Videokonferenzen, dann auch Schulungen für unsere Betriebsbetreuer oder weitere Veranstaltungen wie zum Beispiel die Feldtage. Eine Aufgabe, die auch in jedem Projekt gemacht werden muss, ist die Überwachung des Projektbudgets sowie des Zeitmanagements in den Arbeitspaketen des Netzwerks. Und eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, wir haben ja am Anfang schon gesagt, der Wissenstransfer ist einer unserer Hauptanliegen und deswegen ist auch da sehr, sehr wichtig, dass ich eng mit dem Wissenstransfer zusammenarbeite, zum Beispiel bei Website-Erweiterungen oder auch bei der Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem geht es darum, immer mal wieder Projektberichte zu verfassen, zusammenzustellen für Fachartikel, zum Beispiel für die Website oder auch für Tagungsbände und hoffentlich bald auch wieder das Projekt dann auf Messeauftritten vorzustellen. Oh ja, wir drücken die Daumen, dass das vor Ort bald wieder funktioniert. Wow, Vanessa, ganz schön viel zu tun im Projekt. Danke dir für deine Zeit. Wahrscheinlich hast du jetzt schon den nächsten wichtigen Termin oder das nächste wichtige To-Do fürs Projekt anstehen. Von dem her vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, über das Projekt zu berichten. Und ich kann echt allen auch jetzt nur empfehlen, die zuhören, auf der Website mal reinzuschauen, weil es da jede Menge spannende Infos gibt rund um das Thema Klee, Luzerne und sonstige kleinkörnige Leguminosen. Vanessa, dir noch einen schönen Tag und vielen Dank. Ja, vielen Dank. Sehr, sehr gerne.